Und damit dann herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Wir sollten immer noch den Abweichler finden. Wir brauchen also irgendwas zum Klettern. Eine Leiter wäre cool. Wir könnten einen Stuhl nehmen oder so. Ja. Fertig in den Stuhl. Hey, 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 was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh. Dann überprüf mal schön. Dann platzieren wir. Und hoch damit. Aufmachen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich habe eine Vermutung, wo der steht. Okay. Da ist der Kollege. Na? Da ist er. Abweicher lokalisiert. Ich habe mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach du Scheiße. Chris, Ben! Schwingt sofort eure Ärsche hier ein! Du bist vorher noch mehr Fehler gemacht. Ich hätte tatsächlich auch in meiner Entscheidung so ausgemacht. So gemacht. War ich da gefunden? November 2038, da sind wir immer noch. Aber jetzt sind wir mit Kara unterwegs. Todd? Essen ist fertig. Ja, ich komme. Serviere das Essen. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Essen serviert. Schalte das Licht an. Das sieht doch schon wieder ein bisschen angenehm aus. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Aufgabe abgeschlossen. Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig.
sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? What the fuck? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfacher? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die Scheißschlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. WTF. Komm wieder her. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Es hätte schön sein können. Eine Familie. Aber nein! Mir war egal, wie ich mich fühle. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie! Oh, die kleine Mistkarte! Oh, es ist alles ihre Schuld! Ich werde ihr Respekt beibringen! Scheiße. Komm, komm. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch gilt. Schütze Alice. Überzeuge Todd. Todd, ein Vater sollte seiner Tochter nicht wehtun. Das ist ein Fehler. Das war ein Fehler, Kollege. Das war ein richtiger Fehler. Ich glaube, den haben wir. Ich habe den gerade richtig gefressen und ich hatte sowas in der Vermutung. In Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Das kann gar nicht sein. Du bist ein verdammter Klumpen Plastik. Ich glaube, du hast ein Problem. Das sollten wir beheben. Lass sie in Ruhe!
durch, was ich sage! Das war nur Notwehr. Zu spät gedrückt. Als hätten wir das gerade eben noch gehabt in der Geschichte. Nein! Du bleibst hier, Kollege. Schnell wie möglich weg hier. Und in Sicherheit. Eine Geschichte, Alter. Aber macht Laune bisher. Gut. Und jetzt machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Detroit Become Human, würde ich sagen. Und ja, hoffentlich wird die Geschichte doch etwas besser. Aber sie macht auf jeden Fall Laune. Sie ist auf jeden Fall ziemlich packend, muss ich sagen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Aufnahmesession. Bis dahin und tschüss.